Wunderle Bastelzeit und ja, heute, wie wir sehen können, ein kleines Gerät, ein Blu-ray-Player und zwar ja, mit 3D. Ja, es gibt tatsächlich Leute, die sowas benutzen. Hallo, hier bin ich. Ja, mit dem habe ich ein kleines Problemchen und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal an, wie man das beheben kann. Das Problem, das findet sich an der Rückseite. Wenn wir das ganze Gerät mal drehen, dann sehen wir hier, was es da alles an Anschlüssen gibt. Klar, wir haben ganz links den entsprechenden Strom. Wir haben die wunderschöne Antenne, die ihr gerade gesehen habt, aber hauptsächlich hier diese Anschlüsse. Das sind nämlich die für die Boxen. Wir haben entsprechend ja, vorne, Mitte, hinten und einen entsprechenden Bassbox. Das Ganze hier ist also ein kombiniertes Gerät, sowohl Blu-ray-Player als auch 5.1 Verstärker. Ist normalerweise jetzt keine allzu gute Idee, hat halt den Nachteil, wenn eins von den beiden Teilen kaputt geht. Dann hat man quasi ein kaputtes Gerät, obwohl Teile noch funktionieren. Deswegen habe ich das eigentlich lieber separat. Aber hier diese Geräte sind relativ günstig. Und wenn man eine 5.1-Anlage sucht, ist es meist günstiger, hier sowas zu kaufen als ein dediziertes Gerät. Klar, die hier sind von der Soundqualität dann eventuell nicht ganz so qualitativ hochwertig wie ein separater Verstärker, aber wenn es nur darum geht, irgendwie Filme mit ein bisschen Raumklang zu gucken, dann ist hier das meistens schon ausreichend und hey, für den hier, naja, ich brauchte halt einen 3D Blu-ray-Player, ich brauchte noch eine entsprechende Anlage für 5.1 und hey, der hier war gerade gebraucht für sehr günstiges Geld drin, von daher stellen wir ihn in die Ecke, selbst wenn er jetzt der Blu-ray-Part irgendwann mal kaputt geht oder der Audio-Part, kann ich es immer noch weiter nutzen. Mal davon abgesehen, dass ich jetzt auch relativ wenig Probleme damit habe, im Zweifelsfall das Ding zu reparieren. Und ja, ansonsten, was haben wir hier noch? Ein AUX, ein Coax, optisch, HDMI. Der HDMI dabei mit ARC, dem Audio Return Channel. Das heißt also, wenn euer Fernseher oder was dranhängt, das unterstützt, kann der Fernseher den Sound über das HDMI-Kabel zu dem Gerät hier schicken, sodass er auch, wenn er zum Beispiel irgendwie ein normales Fernsehen guckt über DVB-S, DVB-T oder DVB-C, dann könnt ihr trotzdem hier den einschalten und der gibt dann über die Boxen den Sound aus. Und entsprechend LAN. Ihr wisst ja, wenn man keine Firmware-Updates macht, kann man neuere Blu-rays nicht spielen und wenn man Firmware-Updates macht, kann man eventuell, wenn der Hersteller mal wieder einen Fehler gemacht hat, gar nichts spielen. Einen ganzen Schwung Patente außenrum, das muss ja anscheinend so sein. Und Achtung, bitte nicht öffnen. Ja, genau. Als ob uns das jemals davon abgehalten hätte. So, was haben wir noch? An der Vorderseite haben wir auch noch ein paar Sachen. Wir haben rechts ein paar Buttons. Und hier unten USB und eine Klinkenbuchse. Entsprechend, wenn man da vom Stick oder von einem Handy was abspielen will. Bluetooth oder so gibt es allerdings nicht. Das Ganze hier mit so einem schönen Klavierlack, auf dem er jeden Fleck sieht, aber ne, sind wir ehrlich, bei mir verschwindet es eh im Schrank. Mein Problem ist aber hier hinten und zwar, das hier sind so komische Spezialstecker für die Boxen. Einer fehlt, ich habe das Ding halt gebraucht gekauft und ja, der war nicht da. Das heißt also, da muss ich jetzt ein bisschen improvisieren und da ich keine Lust habe rauszufinden, wie die Stecker heißen, schrauben wir das Ding einfach auf und gucken, ob wir das nicht irgendwie innen drin direkt rangelötet bekommen. Zum Aufschrauben haben wir da ja, hier auf der Rückseite ein paar Schrauben. An der Seite links und rechts ist dann auch nochmal eine, die das hält. Typischer Aufbau für hier so Geräte. Ansonsten gibt es noch meistens unten drunter hier so Clips für die Frontseite. Teilweise muss man sie aushängen, teilweise nicht. Muss man probieren. Hier in dem Fall geht es ohne. Das heißt also, wir können einfach den Deckel ein bisschen nach hinten schieben. Ein bisschen dran wackeln. Mit zwei Händen geht das natürlich besser. Und hier bei dem muss man noch an der Seite ein bisschen auseinanderbiegen, weil der unten so ein bisschen zusammengeht. Aber dann geht entsprechend hier der Deckel auf und wir sehen ins Innere mit einem relativ klassischen Aufbau. Wenn wir drauf gucken, wir haben hier das Disklaufwerk, wir haben das Netzteil, wir haben oben links die eigentliche Prozessorplatine mit den ganzen Videoausgängen und entsprechend dann, last but not least, auf der rechten Seite einmal angebunden über hier so ein Flachbandkabel nur. Diese Platine, das ist der eigentliche Audioverstärker, der dann die Boxen ansteuert. Von der Stromversorgung her sehen wir hier, bei der digitalen Platine kommt an einmal 24 Volt, einmal 12 Volt, einmal VCC, was wahrscheinlich dann irgendwie 5 Volt oder 3,3 Volt ist und Dash war's. Schön zu sehen, dass das hier beschrieben ist. Das hilft beim Debugging, wenn man Stromprobleme hat, kann man einfach sein Multimeter dran klemmen und direkt gucken, ob die Spannungen, die hier stehen, auch irgendwie einen Sinn ergeben. Ähnlich sieht es hier drüben aus bei der Platine für den Verstärker.
Da haben wir nur zwei Spannungen, und zwar 33 Volt und Ground. Also nochmal eine andere Stromschiene, die hier drüber läuft. Auch hier zu sehen ist schon IC, das ist so ein STSTA, das ist ein spezieller Audioprozessor. Ich glaube, der macht sogar so I2S und so, das würde dann ja passen zu diesem Flachbandkabel, weil darüber wird wahrscheinlich kein analoges Signal laufen, also Decoding wahrscheinlich hier lokal auf dem Board. Ja, dann gehen wir mal die Platinen einzeln durch, um mal zu gucken, was die so alles machen. Das ist offensichtlich die Netzteilplatine, kann man relativ gut erkennen. So Netzteilplatinen sind meistens nur einseitig. Das heißt, die Oberseite häufig ist ohne Kupfer oder so grüne Lötstoffmaske oder irgendwas. Spart halt ein paar Cent in der Herstellung. Wir haben hier das Stromkabel, was von hinten kommt, das entsprechend hier reingeht. Und dann hier vermutlich irgendwo einen Gleichrichter. Achso, der ist hier hinten. Okay, wir filtern also erst. Hier ist alles Filterung, um Störungen in Richtung Stromnetz zu verhindern. Oder natürlich umgedreht, Störungen vom Stromnetz in das Gerät, weil Audio ist halt relativ anfällig für sowas. Nachdem wir dann hier die Filterungen so durch haben, kommt hier hinten ein Gleichrichter, der macht aus unserer Wechselspannung eine Gleichspannung. Die wird gepuffert in diesem großen Kondensator und dann haben wir mehrere von denen Teilen hier, die dann die einzelnen Spannungen machen. Ich habe es mir jetzt nicht genauer angeguckt, was man häufig zum Beispiel hat, ist entweder eine für Standby-Spannung, eine für die Hauptspannung. Oder dass man sagt, okay, wir machen einen für die kleineren Spannungen. Wir hatten ja eben gesehen, irgendwie so 5 Volt oder 3,3 Volt. Und dann haben wir einen mit den 33 Volt. Sowas, dass das halt getrennt ist. Und was hier im Prinzip passiert, hier haben wir irgendwo einen IC. Der schaltet gepulst den Strom hier aus dem Kondensator durch. Das heißt, aus der Gleichspannung machen wir wieder eine Wechselspannung, wie auch am Eingang, aber mit einer anderen Frequenz. Stromnetz in Deutschland 50 Hertz. Hier reden wir meistens eher von Kilohertz, die dann hier drüber gehen. Das geht dann hier über eine Spule von diesen Trafos. Und Trafo heißt, wenn wir hier unsere relativ hohe Spannung einmal auf die Primärwicklung geben, kommt je nach Wicklungsverhältnis eine kleinere hinten raus. Und die können wir dann hinten wiederum glätten. Deswegen die vielen Kondensatoren am Ausgang, auch ein paar Spulen. Und das geht dann in Richtung unserer Geräte. Gibt natürlich dann noch ein Feedback irgendwo, das heißt also, die Chips wissen dann auch grob, welche Spannung am Ausgang ist und können je nach Last das entsprechend die Pulse länger oder kürzer machen, sodass die Spannung hinten, die rauskommt, immer gleich ist. Die Spannungen selber hatten wir ja schon grob gesehen. Wenn wir hier rüber gucken, dann sehen wir 5 Volt, 12 Volt, 24 Volt und die 33 Volt hatten wir auch noch irgendwo. Was noch interessant ist, man hat hier einen von den Dingern, wo es festgeschraubt ist, geholt. Und hat da einfach einen Draht quasi dran gemacht mit einer Öse. Und das nutzt man, um hier die ganzen Kabel, die im Gehäuse geführt werden, nochmal unten zu halten. Ist also elektrisch gar keine Verbindung, sondern einfach nur, um die Kabel hier zu ordnen. Wenn wir von der Rückseite gucken, dann sehen wir auch relativ gut die Aufteilung hier auf dem Netzteil. Wir haben hier die Primärseite, wo die Netzspannung reinkommt. Und dann haben wir hier, wie wir sehen, so einen großen breiten Streifen, der entsprechend die Primärseite, die ja mit Netzspannung arbeitet, von der Sekundärseite hier hinten abtrennt. Das sieht hier ein bisschen seltsam aus, aber das ist wirklich nur Farbe. Es sind keine Kupfertraces, also den Fehler haben sie offensichtlich nicht gemacht, auch wenn hier der Winkel das ein bisschen seltsam aussehen lässt. Wir sehen hier auch ein paar interessante Sachen, die man so auf Netzteilen gut erkennen kann. Wir haben hier zum Beispiel diese Zacken. Das sind Stellen, an denen der Strom überschlägt, wenn eine Überspannung passiert, um den so ein bisschen abzuladen. Die haben wir hier an mehreren Stellen. Wir haben hier oben bei unserem Gleichrichter so kleine Ausfräsungen zwischen den Beinchen. Das ist dafür, dass da nicht so schnell was überspringen kann. Was wir ebenfalls haben, sind hier solche Widerstände, die hintereinander geschaltet sind. Das hat einen einfachen Grund, so einen Widerstand, einen Standardwiderstand hier von der Größe. Boah, Pi mal Daumen, ich würde mal schätzen, 100, 150 Volt hält der standardmäßig aus. Naja, wir haben ein paar Volt mehr, deswegen schaltet man die einfach hintereinander. Das heißt, wir haben jetzt hier viermal, also irgendwo 400 oder 600 Volt, die das Ding aushält. Wie gesagt, geschätzt. Ebenfalls hier, wir haben den Kondensator hier irgendwo, müsste hier einer sein. Und dann hat man häufig über die Kondensatoren auch nochmal Widerstände drüber. Das sorgt dafür, dass wenn ihr das Ding aus der Steckdose zieht, nicht der Kondensator immer noch geladen ist und dann irgendwie rückwärts auf den Stecker Strom drauf gibt, sodass ihr, wenn ihr die Stecker aus der Steckdose zieht und dann an das Metall packt, ein Gewicht bekämt. Da
Um das zu verhindern, sind halt diese Widerstände da, um das zu entladen. Mal sonst noch irgendwas Interessantes hier. Hier haben wir nochmal so Fräsungen für die Isolation. In ein paar Stellen sieht man hier auch, wo wir hier dieses Kupfer rausgucken haben. Oder Lötzinn in dem Fall. Wir haben hier ja diese Flächen, die aus Kupfer sind, die unter dem Lötstoffplug sind, die entsprechend den Strom von A nach B bringen. Und was man dann ab und zu macht, ist den Lötstoffplug wegholen und stattdessen nochmal Lötzinn draufgeben. Und das soll dafür da sein, die Möglichkeit, Strom von A nach B zu kriegen, zu erhöhen, also den Widerstand zu senken. Das heißt, beim gleichen Strom wird das Ding nicht so warm. Bringt am Ende meistens nicht nennenswert viel, aber es kostet halt nichts. Und wenn man dadurch halt zumindest ein bisschen was machen kann, hey, wieso nicht? Ah, und was ich ja auch noch gerade sehe, das ist hier. Wenn wir mal auf den Chip gucken, ja, da ist zwar nichts zu erkennen, aber was wir sehen, hier die äußeren Pads, die äußeren Beinchen, die haben ein viel größeres Lötpad bekommen. Das ist wegen der Produktionsart, wie das Ganze hergestellt wird. Und zwar, wir hatten ja gesehen, das ist nur eine Seite. Und was gemacht wird, ist, von der anderen Seite werden die ganzen Bauteile reingesteckt. Auch hier werden die Bauteile draufgeklebt meistens. Das heißt, hier ist dann ein kleiner Punkt Kleber, wird dann da draufgeklebt und dann hängt der da. Und dann wird die komplette Unterseite in ein Bad aus flüssigem Lötzinn getaucht. Das ist das sogenannte Wellenlöten dann. Also es ist kein eigentliches Bad, sondern es ist dann eine Maschine, wo dann flüssiger Lötzinn von unten quasi gegengeht. Aber ihr versteht hoffentlich das Prinzip. Und um zu verhindern, dass hier sich das Lötzinn zwischen die Beinchen verzieht, macht man das einfach hier ein bisschen größer an den Ecken, sodass das überflüssige Lötzinn dann weggezogen wird, quasi zur Seite und die Pins dann da bleiben. Über dem Netzteil im Übrigen im Deckel ist hier so eine Plastikfolie, sodass da auch nach oben noch mal ein bisschen Isolation ist. Ich meine, ganz ehrlich, normalerweise sollte der Deckel nicht auf dem Netzteil aufliegen, aber wer weiß, wenn da einer sich nicht an die Anleitung hält und was Schweres draufstellt oder ja, sich selber draufstellt, dann möchte man da vielleicht dann doch noch so eine kleine Sicherungsschicht haben. So viel zum Netzteil. Wie gesagt, kommt halt einfach Strom raus. Gucken wir als nächstes mal auf die Verstärkerplatine oder zumindest das, was wir ohne Dinge zu zerstören sehen können. Wir haben ja einmal hinten die ganzen Kondensatoren, die sind von ZHN, konnte ich nichts zu finden. LESR, also Low ESR, Low Equivalent Series Resistance, sind also welche, die ja, qualitativ besser sind, können sich schneller aufladen und entladen, werden dabei weniger warm. Das ist schon mal ganz hilfreich. Ansonsten, wenn wir auf den hinteren Teil gucken, sehen wir sehr viel Wiederholung. Wir haben sehr viele Kondensatoren, wir haben sehr viele Spulen, wir haben sehr viele Widerstände und das wird alles genutzt, um entsprechend hier die Ausgänge, die wir hier haben, so zu koppeln, dass da auch nur AC rauskommt und kein DC. Eventuell, dass man auch ein bisschen was an Filterung macht, so für die Bassbox, dass da nur tiefe Frequenzen rauskommen. Wobei, das hier hat wahrscheinlich eine digitale Soundaufbereitung drin. Da kann man das eigentlich auch schon vorher machen. Und ja, viel Wiederholung, weil, naja, viele Kanäle sind halt quasi gleich. Da braucht man dann auch die gleichen Bauteile. Wenn wir unter diesen großen Kühlkörper gucken, dann sehen wir auch hier drunter, da sind noch ICs. Das heißt also, die eigentlichen Verstärker, die finden sich halt hier unter dem Kühlkörper. Da kann ich nicht viel zu sagen. Ich möchte ihn jetzt nicht versuchen runterzumachen. Der ist nicht geschraubt oder so. Der wird wahrscheinlich ein Kleber auf dem Chip drauf sein. Und das ist ein Wärmeleitkleber, der gleichzeitig das Ding festklebt, als auch die Hitze nach oben abführt. Und ich habe die Befürchtung, wenn ich den versuche abzumachen, geht entweder der Chip kaputt oder ich verliere mindestens den Kühlkörper, den ich gerne noch hätte, weil ich will das Ding halt benutzen. Und schauen wir gerade noch auf den IC, der verbaut ist. Das ist der STA309A und wir sehen hier Multi-Channel Digital Audio Processor und überall DDX. Schreiben Sie überall hin, keine Ahnung, ist irgendein Marketingbereich von denen. 8 Kanäle, oh, haben wir nicht ganz ausgenutzt, aber passt schon. Das Ganze bis 192 Kilohertz Audio, 24 Bit haben wir ja schon gesehen. Es gibt ein Soft Volume Update und solche Sachen, also der macht auch Lautstärkeregelung. Hat Equalizer und solche Sachen mit drin. Ist also sehr, sehr funktionsreich, wie wir sehen. Was halt alles damit kommt, dass man hier die ganzen Sachen digital berechnet und ja, daher deutlich mehr Möglichkeiten hat als so ein analoger Filter, der dann halt eine Menge Hardware bräuchte, um das Ganze zu machen. Was haben wir noch hier? I2S Output. Okay. Ich hatte eigentlich gedacht, er hätte einen Input, aber anscheinend ist das hier auch Output oder nur Output. Und ja, sieht tatsächlich so aus, dass wir hier
Serial Data In haben, also I2S Eingänge. Hier steht es ja auch, from I2S, und am Schluss kommen dann auch wieder I2S Ausgänge raus. Das heißt also, das hier ist wirklich nur ein Prozessor, der, oder was heißt nur, das hier ist der Prozessor, der dann wirklich sich darum kümmert, Lautstärke, Equalizer, die einzelnen Lautstärken der Kanäle. Eventuell, was ich jetzt nicht gesehen habe, aber was ich mir vorstellen könnte, wäre auch Timing, sodass man da einzelne Kanäle von der zeitlichen Ausgabe auch ein bisschen verschieben kann für größere Räume. Und ja, das steckt alles in diesem Chip. Das heißt also, wir haben unter dem Kühlkörper dann die eigentlichen Verstärkerchips, die sich dann mit I2S direkt bedienen und dann die Ausgabe machen. Die ganze Analogwandlung läuft also nicht in diesem Chip. Trotzdem ziemlich mächtiges Teil, jedenfalls wenn man so Filtersachen machen möchte. Machen wir noch einen Blick nach vorne. Da haben wir noch unsere Frontblende. Die sehen wir hier. Hier gehen mehrere Kabel rüber. Wir haben einmal das Flachbandkabel hier und das hier geht hier oben auf diese Pins. Ich könnte mir vorstellen, dass hier, das geht nach unten, das wird die USB-Buchse wahrscheinlich sein. Und ja, was wir hier sehen können, sind die einzelnen Taster, die entsprechend hier sitzen. Wir haben einen großen IC, leider auch nicht zu erkennen. Der geht aber, wenn wir hier ein bisschen mal einen anderen Winkel holen, der geht hier unten auf diese Pins vom Display. Das wird also irgendein LCD-Treiber sein. Das heißt, er kriegt vom Hauptprozessor über das Flachbandkabel irgendwie in einem seriellen Format vermutlich die Daten und kümmert sich dann darum, hier die ganzen Segmente sauber anzusteuern. Was wir auch sehen können, ist hier noch der IR-Empfänger, der hängt noch irgendwo mit drauf. Und das Ganze läuft offensichtlich mit 12 Volt. Was ebenfalls interessant ist, wenn wir hier drauf gucken, ja, Ground, IR, okay, aber Pin 2, Pin 4, 6, 8, 10, 12, okay, offenbar ist nur jeder zweite Pin belegt. Eventuell, dass sie doppelt belegt sind oder Ground dazwischen haben als Schirmung, aber viel ist hier halt nicht zu sehen. Bleibt nur noch eins, die Hauptplatine, die wir hier haben, und ja, da ist natürlich eine Menge drauf. Zu tief werde ich jetzt nicht reingehen, nur mal gucken, was wir so an Komponenten haben. Also, was können wir erkennen? Wir haben hier unsere Stromversorgung, wir haben hier jede Menge Kabel, die in Richtung von unserem CD-Laufwerk gehen. Interessanterweise also kein Standard SATA oder sowas. Also vielleicht vom Protokoll her, aber der Stecker ist schon mal ein anderer. Ansonsten haben wir in der Mitte die CPU auch hier festgeklebt. Das heißt, ich kann also nicht nachgucken, was es ist. Ein bisschen RAM außenrum, ein Flash-Chip, wo die Firmware drin steckt. Dann haben wir hier oben unsere ganzen Eingänge und Ausgänge. Wir haben den LAN-Port mit dem üblichen Transceiver. Das heißt, da sind so kleine Trafos drin, die das dann umwandeln. Die Traces gehen direkt in den Chip. Der Chip scheint also auf jeden Fall auch irgendwie eine komplette Ethernet-Engine drin zu haben. Selbes gilt für HDMI. Die HDMI-Kanäle kommen hier rein. Wir sehen schön, das sind immer so Paare. Sind da differenzielle Signale, glaube ich. Wir haben ein paar Widerstände. Das ist wahrscheinlich ESD-Schutz und auch das geht direkt rein. Das nächste, was wir hier haben, das wird schon interessanter. Das ist der entsprechende Toslink-Anschluss, der optische Audio-Eingang war es ja, glaube ich. Ja, Eingang. Direkt dahinter sitzt ein Chip und ich habe leider keine Aufnahme, wo man es sauber sehen kann, aber das hier ist ein Cirrus Logic IC und zwar ein spezieller, ja, Toslink Transceiver oder SPDIF ist es ja am Ende. Das heißt also, das Signal wird hier nochmal aufbereitet und geht auch dann hier irgendwo in den ganzen Audiogrempel. Daneben haben wir die Ein-Ausgänge mit den Cinch oder RCA-Buchsen. Noch ein IC dahinter, könnte ein ADC sein, ich konnte mit den Nummern leider nichts finden. Und last but not least haben wir diese Ecke hier und die sieht natürlich interessant aus mit hier so einem speziellen Board nochmal auf dem Board. Und was man da gemacht hat, ihr habt es ja schon gesehen, hier oben ist die Antenne eingesteckt. Das hier ist das Radiomodul und das ist ein fertiges Modul, das kann man so am Stück kaufen. Hat man wahrscheinlich ein I2C Interface hier drin. Und kann ihm dann einfach sagen, okay, pass mal auf, geh mal auf diesen FM-Kanal. Und dann fällt hier irgendwo auf den Pins das Audiosignal von dem entsprechenden Radiosender raus. Das heißt also, der ganze Radiopart, den hat man gar nicht selbst designt, sondern sich einfach hier das Ding fertig gekauft, draufgelötet, Thema gegessen. Ansonsten, was noch auffällig ist, wenn wir hier das Kabel zum CD-Laufwerk wegmachen, hier haben wir irgendwie diesen seltsamen Chip hier. Und der scheint irgendwas zu machen, was viel Strom braucht. Jedenfalls danach zu urteilen, dass wir hier oben entsprechend so ein Pad drauf haben, was eigentlich benutzt wird, um Hitze abzuführen.
Und ja, gute Frage, was der tut. Vom Bauform her kenne ich die halt als Motortreiber, aber der ist zwar in der Nähe vom CD-Laufwerkstecker, aber normalerweise die Motoren vom CD-Laufwerk, da ist normal noch eine Platine drauf. Und sonst, ein Audioverstärker könnte sich auch noch anbieten wegen der großen Kondensatoren, aber hier ist nichts an Audioanschlüssen in der Nähe. Also ich habe absolut keine Ahnung, was dieser Chip da macht. Ein bisschen mehr vermuten, was ein Chip macht, kann ich auf der anderen Seite, wenn wir hier gucken, der große in der Mitte, der viereckige. Das ist ein kleiner Mikrocontroller und naja, der hat hier seinen eigenen Quarz und alles und er sitzt in der Nähe von den Kabeln, die in Richtung Frontpanel gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier das Board komplett abgeschaltet ist, bis auf diesen Prozessor, wenn wir jetzt nicht gerade aktiv sind. Und dass dieser Mikrocontroller sich dann darum kümmert, vorne die Tasten abzufragen, die Infrarot-Fernbedienung abzufragen und dann quasi den Standby-Modus managt. Das würde natürlich ein bisschen Strom sparen, denn ja, so ein Mikrocontroller braucht klassischerweise eher weniger als ein kompletter Multimedia-Prozessor, den wir hier drauf haben. Ich meine, ja, die sind inzwischen auch irgendwie Hybrid-Design mit Low-Power-Cores und High-Power-Cores, aber ne, das Gerät hier ist schon älter. Und selbst die aktuellen kommen meistens mit so einem Mikrocontroller im Schlafmodus nicht ganz mit. Und noch eine letzte Auffälligkeit, wenn wir hier in der Nähe der CPU gucken, was zum Geier ist das? In der Nähe vom Prozessor in Richtung, ich glaube, das müsste RAM oder Flash sein, da fehlt irgendwie Lötstoffmaske auf den Traces. Aber es ist jetzt nicht irgendwie eine Linie, dass ich sagen würde, okay, ist ein Herstellfehler, sondern das ist wirklich anscheinend absichtlich gemacht worden. Und ich kann es nicht ganz nachvollziehen, was das soll. Ich meine, ja, könnte man für Debugging benutzen. Nur andererseits, an vielen von den Traces ist quasi direkt daneben nochmal ein Testpunkt drauf, der sich wesentlich besser eignet, um da ein Bed of Nails-Test zu machen. Dass man quasi automatische Messspitzen, die gefedert sind, von oben auf das Board setzt, um da Kontakt herzustellen. Und ja, diese runden Dinger sind da eigentlich viel besser. Und ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum man das hier macht. Denn normalerweise auf einem Board, was man verkauft, braucht man sowas eigentlich nicht. Aber wir sind ja hier, um eine Box ans Laufen zu kriegen. Und das Ganze sieht dann hier so aus. Wie ihr seht, ich habe das hier dran gelötet, einfach an die Lötstellen von der Originalbuchse. Ist zwar nur Boxenkabel, aber müsste jetzt erstmal reichen. Und hier so habe ich halt den Vorteil, dass ich an der Originalbuchse quasi nichts kaputt mache. Das heißt, wenn ich doch mal so einen Stecker einen passenden irgendwo herkriege, dann kann ich jederzeit das Originalding noch benutzen, einfach hier unten wieder ablöten, gut ist. Und ich komme quasi wieder in den Originalzustand. Das Kabel muss aber noch aus dem Gehäuse raus und da habe ich mich jetzt Tricks bemüht. Ihr hattet ja gesehen, die Antenne vom UKW, die war nur gesteckt. Die habe ich weggemacht, ganz ehrlich, ich werde eh niemals radioanalog auf diesem Teil hier hören und habe dieses wunderschöne Konstrukt gebaut, was bitte niemand nachbauen sollte. Das hier ist, wie man es nicht tun sollte. Ich habe einen Knoten als Zugentlastung drin. Der sorgt zwar effektiv dafür, dass wenn man von draußen zieht, man nicht die Lötstelle da belastet, aber der Knoten kann sich halt zusammenziehen, dadurch können Adern da drin brechen, das ist nicht gut. Ebenfalls nicht gut. Das Kabel geht hier direkt durchs Blech mit einer relativ, ja, klassische Boxenkabelisolierung, also das Billigste vom Billigen. Das kann sehr schnell durchscheuern, könnte dann da Kurzschlüsse verursachen. Normalerweise müsste da noch ein bisschen Gummi rum. Ich gucke gleich mal, ich habe bestimmt noch irgendwie was rumliegen, was ich da dazwischen klemmen kann, um das zumindest ein bisschen zu machen. Außerdem, hey, ich klebe es draußen nochmal am Gehäuse fest gleich. Das Ding steht an der Stelle, wo es nicht bewegt wird und mir geht es jetzt erstmal auch nur darum, das Ding ans Laufen zu kriegen, um mal erste Tests zu machen, ob das Ganze überhaupt so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Dafür ist es, denke ich, jetzt erstmal ausreichend. Wie gesagt, geht sicherlich schöner, aber ich weiß noch nicht so ganz, welches Kabel da hinkommt am Ende. Von daher, reicht jetzt erstmal. Gut, gucken wir mal, ob das dann auch noch funktioniert. Okay, und hier sind wir jetzt. Hier ist die eine Box, die entsprechend keinen Stecker hatte, die ich angelötet hatte. Die anderen sind hier auch noch verteilt. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal. Ich habe hier mal mein Audiogerät entsprechend mit dem Verstärker verbunden. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rüber auf die internen Lautsprecher. Dann kann man da schon mal hören, dass da draußen Vögel sind. Ja. Und wenn wir jetzt mal den Mute rausholen, dann, ich würde sagen, das funktioniert. Ich höre meinen Ton jetzt definitiv hier aus der Box und ich weiß, kommt jetzt auf der Aufnahme hier nicht so rüber, aber auch die anderen Boxen hier im Raum funktionieren. Also, ja, offensichtlich kann ich hier
weitermachen, kann hier jetzt meine Boxen alle mal austesten, die Winkel testen und schauen, ob das hier für den Raum funktioniert. Und ja, die Anlage selber, also dieser Blu-ray-Player und Verstärker, der tut offensichtlich, was er soll.